Servus und Grüß Leute. Heute ein kurzes Infovideo, wie ihr alle wisst, startet morgen am 29. März, dem Dienstag, die MLG Columbus 2016. Und ich wollte mir das jetzt denken, so wie eine Art Road to Goldcoin. Und zwar, also letztes Jahr habe ich den Silbercoin geschafft, beziehungsweise bei der letzten, beim letzten Major, der Klusener Pogger. Und jo. Ich dachte, wer Lust hat, sich da an meinem Bild so ein bisschen ein Beispiel zu nehmen, um nochmal auf das letzte Event. Da hatte ich, soweit ich mich wirklich angestrengt hatte, auch größtenteils alles richtig. Weil ich hier gesehen habe, dass ich eh keinen Goldcoin mehr erreichen kann, habe ich dann eigentlich nur noch reingejoked. Aber naja. Zur jetzigen Aufstellung, Nip. Sehr gutes Spiel zurzeit. Flipside, naja, braucht man nicht groß sagen, macht Nip. Maus spielt zwar zurzeit nicht schlecht, aber Luminosity ist einfach sehr nah an Fnatic und anderen großen Teams dran gewesen. Dann haben wir den FaZe Clan gegen Liquid. Liquid spielt jetzt nicht schlecht, aber FaZe ist einfach klarer Favorite Pick, einfach nur wegen dem Team schon. Fnatic gegen Splice, da braucht man gar nicht diskutieren. Envious gegen CLG. Ah, Envious schwächelt zurzeit ein wenig, aber auch da braucht man nicht diskutieren. Astralis gegen Gambit. Ist genau dasselbe Spielchen. Navi gerade sehr stark unterwegs, Cloud9 dabei, hat dafür wie dieser ganze Trash, NA, Trash, nicht am Start. VP gegen G2 hat mir echt schwer gefallen. Da habe ich mich nur für G2, also für X-Titan entschieden, weil ich bin einfach der Meinung, die Polen sind sehr inkonstant. Nun, gibt nicht groß was zu sagen. Denke, Ende Montag wird das nächste Video folgen, vielleicht Anfang Dienstag, mit einer kurzen Auswertung vom Vortag und den neuen Picks für nächsten Tag. Bedanke mich fürs Zuschauen und wir hören uns. Not in Ruhe, find some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, backstroke every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrow. Some people want to fit in with the popular, that was my problem. I was in a dark room, loud tones, looking to make a vow. So